Pa mislim da je situacija jako, jako loša, zato što država im ne omogući zaista, zapravo ne pruža im nikakvu neku najurgentniju i najneophodniju pomoć. Onog trenutka kada te deportuju, ti si tu, pa sad kako si se snašao? Siehst du, die Serben, auf der anderen Seite fahren die Busse, Stadtbusse. Guck mal, hier ist der Bus. Und wo fährt er da durch jetzt? Durch dieses Qualm. Das Leben ist hier wie eine Höhle. Man kann sehen, also wenn du die Höhle suchen willst, also hier kann man die Höhle finden. Wir wollen arbeiten, ein Brot verdienen für unsere Kinder, wo wir behandelt werden wie Menschen, nicht wie Viecher. Ja? Und das meine ich auch so, weil hier werden die Leute, die Roma, nicht gut behandelt. Und deswegen kommen auch viele Roma nach Deutschland, nicht nur Deutschland, überall. Also die Behörde darf sich nicht wundern. Die sollen das jetzt sehen, wie die Roma leben. So. Siehst du, ist alles matschig. Ja, malo, ha? Ja. Malo, pa da nisam. Nije lako. Nije, pa da mi vidiš. Ja bih htio da budem sa svoju decu, da imam bogatstvo, makar da imam svoju kolibu. A zašto da se staram samo 3 mjeseca kao da budem kao turisti? I kad idemo kao dajemo azil, oni se ljutu, kad dolazimo će nas zatvaraju, će nam pravu problemi. Neće da dobijemo putne isprave. A zašto? Oni prvi prvo da gledaju ovi u Srbiju, što se dešava u Beogradu, Sa Romima. sa Romima prvim. Zašto? Mi nemamo. Mi da imamo, ne bi otišli preko da idemo da dajemo azil. Ja. Ja dijem, ja ne bi otišao kao se da dajem. Ti meinen, dann wundern sich die Behörde, warum Roma so viel in Deutschland kommen. Wenn wir ein gutes Leben haben würden, dann würden wir nicht Stadt zu Stadt gehen. Oder irgendwo, wenn wir ein gutes Haus hätten, kein Mensch würde sein Leben riskieren, damit er so ein Leben machen kann. Damit er wahrscheinlich nur für die Leute ein Bild machen kann, so zu machen, um Geld zu verdienen oder was weiß ich. Kein Mensch würde sein Leben opfern, um so ein Leben, wenn er ein Haus haben würde und ein gutes Leben, kein Mensch würde sein Leben so opfern, so zu leben. Und dann wundern sie sich, warum so viele Asylanten kommen. Und dann kriegen die vom Bundesamt, die müssen Deutschland verlassen. Die müssen sich fragen, warum kommen Roma? Jetzt können die das sehen, warum Roma so viel nach Deutschland kommen. Genau, und wenn sie jetzt abgeschoben werden und zurückkommen, Ja, dann werden hier auch von den Serben gedroht, ihr kriegt keine Pässe mehr, weil wir tun die Roma von denen die Wahrheit in Licht bringen. Wenn die Roma wirklich leben und die schämen sie sich dafür. Was für Stadt die haben, weil die nicht die Roma versorgen und es kommt die Wahrheit in Licht. Und deswegen sagen die Roma dürfen jetzt nicht mehr nach Deutschland. Jetzt können die das selber sehen, wie die Roma leben. Und kein Mensch würde sein Leben offen so zu leben, weil es ihm Spaß macht oder weil es ihm so gefällt oder was weiß ich. Mit ungefähr 500.000 Menschen sind Roma die größte Minderheit in Serbien. Mehr als die Hälfte der Roma-Familien leben in äußerster Armut. Die meisten der über 600 Roma-Siedlungen klassifiziert das UNHCR als Slums. Die Roma in diesen Siedlungen leben in ständiger Angst vor unangekündigten Räumungen. Seit 2009 wurden allein im Bezirk Belgrad 17 Zwangsräumungen durch Menschenrechtsorganisationen registriert. Ach, da ist auch Mirko. Oh, Mirko. Der Qualm, das ist von Schuhe, deswegen ist er so schwarz. Die Leute heizen Schuhe, Gummi, was die finden.
Und deswegen ist er so schwarz auch. Hattest du die Möglichkeit, hier Holz zu haben? Nein, nein. Ich habe auch so gelebt, auch so. Die Kleine war Baby. Wir haben in Baracke gelebt, kleine Natascha. Und wir haben auch so geheizt. Die hatte öfters auch dieses Bronchitis, ja? Mhm. Wahrscheinlich dadurch, weil die das alles eingeatmet hat. Seit Dezember 2009 steht Serbien auf der weißen Schengen-Liste. Das bedeutet, serbische Staatsbürger mit biometrischen Pässen benötigen kein Visum C für Kurzaufenthalte bis 90 Tage binnen 6 Monate im gesamten Schengen-Raum. Es folgt ein Anstieg der Asylanträge in der EU. In 2011 14.000 serbische Staatsangehörige. Durch die Unterzeichnung eines Rückübernahmeabkommens mit Serbien stellt die EU eine eindeutige Bedingung. Die künftige Mitgliedschaft in der EU setzt voraus, dass Serbien die unerwünschte Migration aus ihrem Gebiet unterbindet. Andernfalls gefährde Serbien die Visumsfreiheit. Amici, vogliamo stessi a Neftaile de Roma. Mhm. Ashaite genelen corna, corna ja, colama, nusha cerena, cozvanične institucije bote. Mhm. A te na plecina znači kuri e privreda ko totalno propadinja, pa sa okolo Roma su ine cerje bote ko ne sebe preduzeće na cerena više. Ali totalno nije. Znači, Šajteđi ne vem bukvalno ko na ja. A onda, kada na neto pare, kada na ostvari neja prihodi, na dva automatski odrazini pe, su na neto šukar socijalno statusi, mm-hmm. na neto te haste pije, na neto te školu i neto, te obrazuju neto, jer su školu i ona ne samo dovoljno te džaki škola, već voljajem te čine, već avore se tu rijajpe, sam, te čine li se knjige, učbenici, mm-hmm. hem te platinele se užina, su i najneophodno. Pak je kaval čere, vahle valja te halmano. A kava, u stvari, kva razgovor maje služini istovremeno sarad bud pučera suđe kana vačerčun, palite vačera, da akla zapadnoevropska povija se ođe odluka i u Lengre vlade, Dak naštite primjenena zilantija kolajtane i silen socijalno-ekonomsko karakteri, je upravo dva i problemi so e diskriminacija, a nela dio socijalno-ekonomsko karakteri. Super. O dva... A dva morate povezini, pe znači osnovno ljudsko pravo, manušestovitano, pazin, osnovno, kolaj garantunimo, Ženevsko deklaracija, hem poveljom Ujedinjenih nacija, a dava te čeral bu ti. Ako ovna ne le osnovna pravi, a te čeral bu ti, te obrazujini pe, to vole čer. Automatski znači olesre pravi, a hakaja čina vdejtane, jer naštite ostvarilnen sebe piso i rom. Jedva i direktno znači ugrožime pravo. A da le se, soj automatski dva utječeni ko socijalno status i znači on penena lenđe kaj socijalna azilantija nam primjenena. Da. Može da stekne utisak da si ti pripadnica te manjine koja se optužuje za takozvane, da su oni takozvani lažni azilanti, što je jedan stvarno paradoksalan pojam, jer ne može Srbija da bude ta koja će da odlučuje da li neko ima pravo da ostvari azil negde, to zemlja, da kažem, domaćin treba da odluči na osnovu svakog pojedinačnog slučaja, a ne celu jednu etničku grupu stigmatizovati i onda je optužiti za ne znam šta sve, što takođe ima posledicu, i to smo mogli, nažalost, da primetimo u protekle dve godine, kada krene u medijima da se spinuje ta priča o takozvanim lažnim azilantima, mi imamo automatski porast antiromskog nasilja u Beogradu, u drugim gradovima. Jer ljudi kada čuju da političari na taj način pričaju o Romima i Romkinjama, doduše nekad i oprezno u medijima, onda vidimo da upravo oni obični građani o kojima smo pričali budu ohrabreni da sutra tamo nekog u autobusu premlate, jer to su za Boga Romi i Romkinje, oni o kojima političari se ne tako pozitivno izražavaju.
Tako da uvijek moramo da vodimo računa i na da, s jedne strane imamo samo iskustvo na granicama koje je jako neprijatno degradirajuće, s druge strane takve poruke utiču i na porast rasističkog nasilja. Die Situation eskalierte in der ersten Hälfte 2011. Beamtinnen der Europäischen Gemeinschaft warnten nachdrücklich, dass Serbien alle nötigen Maßnahmen unternehme, um den Trend eines unkontrollierten Zustroms von falschen Asylbewerberinnen zu verhindern. Andernfalls folge die Suspendierung des visafreien Regimes. März 2011, Gründung der Kommission zur Überwachung des visafreien Regimes, deren Aufgabe sei, Zitat des Leiters Nenad Banovic, Vorschläge für Maßnahmen zu machen, die auf die Verringerung der falschen Asylbewerber zielen. Prvo, što ja mislim da je jako važno, da kada uopšte se vraćaju lica romske nacionalnosti nazad, mislim da bi morale, na primjer, i strane države, kada... Zuerst, was ich glaube, dass es wichtig ist, wenn Roma eben zurückkehren, dass man eben darauf achtet, wie sie hier hingeschickt werden, denn man sieht ja, dass es Probleme da gibt, dass da nicht alles gut funktioniert. Jer vidi se da očigledno nije da tu problema ima dosta, da nije sve tako sjajno i bajno. Und das Zweite, was auch uns besonders auffällt, ist, wie Serbien natürlich unter Druck mit den Leuten umgeht, die ins Ausland gehen wollen. Letztes Jahr hat eine Organisation berichtet von Grenzkontrollen, wo die Polizisten dann beauftragt wurden, zu kontrollieren, ob die Reisenden zum Beispiel eine Rückfahrkarte haben, ob sie eine Hotelreservierung im Ausland haben, ob sie eine Einladung ins Ausland haben, sogar ob sie genug Geld haben, um die Zeit, die sie angegeben haben, dass sie im Ausland sein wollen, auch beschreiten können. Und wenn die das nicht erfüllen, also nach natürlich eigener Einschätzung durch die Polizei, wenn sie diese Aufgaben nicht erfüllen, haben sie das Recht, diese Person aus dem Bus zu entfernen und sie zurückzubringen. Hier reden wir gegen einen sehr großen Menschenrechtsverstoß. Die Rede ist von der Bewegungsfreiheit, ein grundlegendes Recht der Republik Serbien und auch in vielen internationalen Abkommen nochmal festgelegt. Eigentlich darf man außer in sehr seltenen Ausnahmefällen niemandem die Reisefreiheit oder Bewegungsfreiheit einschränken. Jeder Bürger in Serbien hat eigentlich das Recht, das Land zu verlassen und außerhalb von Serbien unterwegs zu sein und natürlich irgendwann irgendwie auch zurückzukommen. Normal ist, dass die Grenzkontrolleure von anderen Ländern, also bei der Einreise, nach sowas gucken und sowas kontrollieren und da eventuell die Einreise verweigern. Das ist deren Recht. Aber wir dürfen als Land eigentlich nicht unseren eigenen Bürgern verbieten, dass sie das Land verlassen. Das ist sehr, sehr problematisch und wir gucken gerade, dass wir mit anderen Organisationen erreichen, dass diese Behörde umgebaut wird oder sogar komplett abgeschafft wird. Ich habe gehört, dass gerade Roma an Grenzen auch größere Kontrollen haben. Ja, sobald sie also sehen, dass jemand zum Beispiel etwas ärmer aussieht oder dass er oder sie wie ein Roma oder eine Roma aussieht, dann werden sie diese Person detaillierter kontrollieren. Und auch eher dann von der Grenze abweisen als eine andere Person, zum Beispiel mich. Sodass auch das ein Beispiel für Diskriminierung gegen Roma ist, die es in Serbien leider gibt. Mai 2011. Innenministerium und Polizei verabschieden Aktivitätsplan zur Verhinderung des Missbrauchs des Asylrechts durch serbische Staatsangehörige. Einführung einer Datenbank über falsche Asylbewerberinnen unter Mithilfe der Staaten, in denen Asyl beantragt wurde. Ankündigung von Kontrollen potenzieller Asylbewerberinnen an deren Wohnorten, Befragungen und Vorladungen ehemaliger Asylantragstellerinnen, Überprüfung von Tourismusorganisationen. Juni 2011 erweiterte Befugnisse der Grenzpolizei zur Kontrolle von Rückfahrkarten, Hotelbuchungen, Bargeld etc. Januar 2012. Dem serbischen Parlament wird ein Entwurf zur Änderung des Strafgesetzes Artikel 350a vorgelegt. Ermöglichen des Missbrauchs der Rechtsausübung in einem fremden Land.
Wer mit Absicht, für sich selbst oder einer anderen Person irgendwelchen Nutzen zu ziehen, Beförderung, Aufnahme, Unterkunft, Verbergen ermöglicht oder organisiert oder auf eine andere Art ermöglicht, dass Bürger der Republik Serbien durch eine falsche Darstellung der Gefährdung seiner Menschenrechte und Freiheiten in einem fremden Land das Erwerben von politischen, sozialen, ökonomischen und anderen Rechten versucht, wird mit Gefängnis von 3 Monaten bis zu 3 Jahren bestraft. Različite iskustva, ljudi su nam se obraćali sa različitim iskustvima. Ono što je neosporno jeste da je Srbija zapravo pooštrila tu kontrolu uslovljena od strane Evropske unije i da nema sumnje da postoji nešto što je rasno profilisanje, iako rasna diskriminacija ne bi smela da se dozvoli, iako Evropska unija prva ne bi smela da dozvoli bilo kakve prakse koje bi uključivale rasnu diskriminaciju. Ono što mi znamo jeste, eto, sticam okolnosti, jedan romski aktivista je bio u takvoj situaciji, pa onda on to sve dokumentovao, jeste su te procedure strožije i da se one primenjuju prema pripadnicima manjinskih grupa i prema pripadnicima grupa, da kažem, koji su vidljive manjine u smislu da neko iz tvoje boje kože, tvog imena i prezimena može da stekne utisak da si ti pripadnica te manjine. In den Medien klagen Innenminister und andere Politiker öffentlich Roma an, die Visumsfreiheit zu gefährden. Diese Aussagen, verbunden mit anderen hasserfüllten Reden in den Medien, entfachen zusätzlich die stark vorkommenden Ressentiments gegenüber der Minderheit in Serbien. Seit 2011 registriert das RCM einen steigenden Trend von Hassreden und hassmotivierter Vorfälle gegen Roma, viele enden in Gewalt. Von zuständigen Behörden ist geplant, den Entzug des Reisepasses als Verhütungsmethode einzuführen. Obgleich alle angekündigten Änderungen restriktiver Bestimmungen noch nicht aufgenommen wurden, liegen Beweise vor, dass diese Maßnahmen in der Praxis bereits ohne einen rechtlichen Rahmen angewendet werden. 2010 kehrt S. noch im laufenden Asylverfahren freiwillig aus Schweden nach Serbien zurück. Als Berufsmusiker kann er mehrfach ohne Probleme reisen. Im Januar 2012 wird die Musikgruppe auf dem Weg zu einem Vorspiel in Wien an der ungarischen Grenze von der serbischen Grenzpolizei angehalten. Am Ablesen seines Passes sei eine rote Linie sichtbar. Die Ausreise wird ihm verweigert. Er wird nach einer vormaligen Asylbeantragung befragt. E. wurde bereits am Zoll nach seiner Rückkehr nach Serbien von Polizisten befragt. Nach einer Woche kam die Polizei zu ihm nach Hause und forderte ihn auf, sich zu melden. Auf der Polizeistation wurden er und seine Frau malträtiert. Warum habt ihr um Asyl gebeten? Was habt ihr euch gedacht? Nach 6 Monaten kam die Polizei, um ihn festzunehmen. Er wurde bestraft, weil er mehr als 60 Tage unabgemeldet im Ausland war. That you understand.